Ja, es geht jetzt darum, von einem Dreieck, bei denen A gleich 20, B gleich 24, Gamma gleich 60 Grad gegeben sind, die restlichen Größen zu rechnen, sprich die Größe C sowie den Winkel Alpha und Beta. Zur Verfügung stehen uns der Sinussatz und der Cosinussatz. Welchen von beiden nehmen wir hier? Sieht erstmal so aus, als könnte man beide nehmen, aber es funktioniert tatsächlich nur einer von beiden. Warum funktioniert der Sinussatz nicht? Das liegt daran, dass beim Sinussatz, wenn wir den anwenden sollen, die Seitenlänge C gegeben sein muss. Ist sie aber nicht. Der Sinussatz. Also beim Sinussatz, wenn ich den anwenden will, muss die Seitenlänge C gegeben sein. Während beim Cosinus ist das egal. Da reicht ein Winkel und drei Seiten. Ich habe einen Winkel und drei Seiten und eine Seite habe ich quasi nicht und das ist das C. Aber das ist egal. Das heißt, ich verwende sicher den Cosinussatz. Das heißt, das hier ist der Kongruenzsatz SWS und der SWS ist eindeutig dem Cosinussatz zugeordnet, nicht dem Sinussatz, weil uns die gegenüberliegende Seite fehlt, die gegenüberliegende Seite des Winkels. So, wenn wir Cosinussatz verwenden, heißt das, wir haben Cosinus Gamma gleich a Quadrat plus b Quadrat minus c Quadrat durch 2ab. Das setzen wir jetzt ein, die ganzen Werte, also haben wir Cosinus Gamma, ist 60 Grad, Cosinus 60 Grad gleich a Quadrat gleich 20 zum Quadrat plus 24 zum Quadrat minus c Quadrat durch 2 mal 20 mal 24. So, der Cosinus von 60 Grad ist 1/2, das ist ein exakter Wert, das heißt, den können wir mal exakt rechnen, das ist 1/2. Und dann können wir das Ganze nach c Quadrat auflösen. Also habe ich c Quadrat, oder ich schreibe mal minus c Quadrat plus 400, das ist 20 zum Quadrat, 24 zum Quadrat ist 576, stimmt das? 576 ist das gleiche wie 1/2 mal 2 mal 20 mal 24 ist 84. So, das 1/2 mal 2 hebt sich auch gegenseitig weg. Und dann addiere ich c Quadrat auf beiden Seiten und ich erhalte c Quadrat gleich und subtrahiere die 84. Das sind 976 minus 480 und das sind 5496. Stimmt das? C Quadrat gleich 496. Also kriege ich für das C plus oder minus die Wurzel 496 raus. 22,27. Haben Sie das auch raus? Haben Sie auch raus? Ja. Gut, dann passt das. Dann wird es schon stimmen. So, jetzt fehlen uns noch die Winkel Beta und Alpha und die können wir jetzt theoretisch mit dem Sinussatz oder mit dem Cosinussatz rechnen. Das ist egal. Geht beides. Also das heißt, wahrscheinlich ist der Sinussatz in der Situation, ja, obwohl so viel Einwirkung ist er nicht. Also schreiben wir mal hin. Ich verwende einmal den Cosinussatz. Cosinus Alpha ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus a Quadrat durch 2bc. So, b Quadrat ist 24 zum Quadrat, also 576 plus c Quadrat. Das c Quadrat ist Wurzel 496, ist also quadriert die 496 minus a Quadrat, die a war die 20, also minus 400. Durch 2 mal b, 24 mal Wurzel 496. So, ich kriege daraus 51,1 Grad. Stimmt das etwa? Vergleichen Sie es mit Ihnen? Gut. So, und dann rechne ich das zweite über den Sinussatz aus. Das ist auch kein Problem. Der Beta fehlt uns ja noch. Das heißt, wir haben b zu Sinus Beta. Der Beta ist der Unbekannte, gleich C zu Sinus Gamma. Und C, wissen wir, das ist diese Wurzel. Also das heißt, ich löse es jetzt mal nach Sinus Beta auf. Da multipliziere ich mal Sinus Beta und habe also Sinus Beta gleich
B durch C mal Sinus Gamma. Da habe ich ein bisschen rummultipliziert und rumdividiert, sodass wir da auf was Vernünftiges kommen. Also, dass wir auf das kommen. Und jetzt, das ist 24 zu C, das ist Wurzel aus 496 mal Sinus von 60 Grad. Ich etwa 0,93 raus. Und dann muss ich noch den Arcus Sinus von 0,93 rechnen. Und daraus folgt, dass der Beta etwa 68,9 Grad ist. Haben Sie, es müsste dann wohl 0,05 ist es wahrscheinlich. 51,05, also 51,1. Und dann mache ich hier 68,9. Ja, und dann stimmt das. Dann stimmt das auch mit der Winkelsumme. Gut.